Bei einer bundesweiten Aktion haben Landwirte mit ihren Traktoren am Donnerstag gegen weitere Umweltauflagen demonstriert. In Oldenburg rollten schon am Vormittag immer mehr Trecker Richtung Schlossplatz. Und das aus der ganzen Region. Einige Straßen mussten aufgrund des hohen Treckeraufkommens gesperrt und von Autofahrern weiträumig umfahren werden. Auch auf dem Theodor-Tanzen-Platz haben sich die Landwirte versammelt. Der Anlass war eigentlich der, dass unsere Umweltministerin Svenja Schulze den Bericht zu Natur in Deutschland vorgestellt hat. Und dort hat sie pauschal die Landwirtschaft für den Artenschwund in Deutschland verantwortlich gemacht. Und das konnten wir so nicht stehen lassen. Wir haben in Deutschland immer weniger landwirtschaftliche Nutzfläche. Unsere Kulturlandschaft geht nach und nach verloren. Gleichzeitig nimmt die Bebauung durch Industriegebiete, Straßen und Wohnbaugebiete immer weiter zu. Und bei immer weniger landwirtschaftlicher Nutzfläche. Und das wollten wir dann so nicht stehen lassen, dass wir dann alleine dafür verantwortlich sind, dass der Artenschwund vorangeht. Der NABU und die Stadt Oldenburg hat hier ein Projekt gemacht. Das ist, so eine kleine Sandkiste, die sie hier hingetan hat. Hier sollen sich dann Arten ansiedeln. Wir haben uns das angeguckt und von meiner landwirtschaftlichen Ausbildung her, kann ich als Fachmann eigentlich beurteilen, dass dort keine Fläche entsteht, wo sich Arten ansiedeln können. Und wir haben dann einfach mal unsere Technik genutzt, um dann halt einmal zu zeigen, wie das funktioniert, und haben dann da drüben ein neues Feld angelegt. Und das sieht jetzt noch ein bisschen wüst aus, weil wir den Boden natürlich bearbeiten mussten, um eine Saat in die Erde reinzubringen. Und in ein paar Wochen wird das aber schön blühen. Dann wird da unter anderem Phacelia wachsen, Sonnenblumen wachsen, aber auch andere viele schöne blühende Pflanzen. Und dann können wir gerne mal einen Vergleich anstellen, wo nachher mehr Insekten auf dem Boden sind. Ich will ja gar nicht sagen, dass wir Landwirte gar nicht verantwortlich sind. Wir haben auch immer eine Mitverantwortung. Das ist klar. Wir sind mit die größten Landnutzer in Deutschland und da stehen wir natürlich auch immer mit in der Verantwortung. Aber im Gegensatz zu vielen anderen machen wir sehr viel. Da, wo eine Wohnbebauung stattfindet, da, wo ein Industriegebiet oder eine Straße entsteht, da ist der Boden versiegelt und ist für Insekten verloren. Da, wo wir Landwirtschaft betreiben, da, wo wir auch Nahrungsmittel anbauen, findet auch immer noch ein Insektenleben statt. Und wir legen ja auch am Rand Blühstreifen an und kümmern uns in gewissen Projekten auch um den Erhalt der Insekten dort. Und das kann ein Industriegebiet eben nicht, wenn es nur noch Beton gibt. Naturschutz geht nicht gegen die Landwirtschaft, sondern nur mit der Landwirtschaft. Und da muss ein Kompromiss gefunden werden. Und da muss aber auch ein fairer und vernünftiger Kompromiss auf beiden Seiten gefunden werden. Und dafür stehen wir.